Was geht ab, Freunde? Was geht ab? Ich hoffe, alles gut bei euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, ihr wisst, wer ich bin. Ich muss euch immer sagen, euer Barış TV hier, dies, das. Ihr wisst ganz genau, ich habe euch alle da draußen lieb. Und bevor ich das Video jetzt hier anfange, möchte ich mich erstmal bei allen, genau bei dir und bei den ganzen anderen, wollte ich mich erstmal bedanken für euren ganzen Support. Jeder, der mich da supportet, egal ob Daumen runter, hoch, was auch immer. An die ganzen Leute, die auch meine Videos auch immer einen Daumen runter geben. Euch liebe ich auch. Macht ruhig, macht. Es interessiert mich sowieso nicht. Es ist mir halt viel wichtiger, die Leute, die mich supporten und mir Liebe zeigen. Deswegen bis hierhin. Ich bedanke mich bei jedem. Leute, ich habe fast meine 400 Abonnenten erreicht. Für mich ein großes Erfolg, für den anderen vielleicht nichts, aber für mich bedeutet das sehr viel, weil ich gerade alles selber mache. Die ganzen Videos, ich schneide alles, diese ganzen Formate, die ich mir überlege, kommt alles von mir. An der Stelle auch ein riesen Dankeschön an alle Freunde von mir, die hinter mir stehen, mich dabei unterstützen und auch an die Leute, die ich nicht kenne. Was soll ich sagen, Leute? Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, wir werden größer. Ich hoffe, wir wachsen zusammen als ein Community. Und ich kann euch immer schöne und gute Videos liefern. So, ich komme auch jetzt direkt zu der Sache. Wir sind wieder bei dem Format Akupro Barış TV testet, ne? So, ich habe geguckt bei den Resonanzen. Das Format, was ich gerade mache, läuft gut. Bis jetzt, die meisten Videos, die angeschaut werden, sind halt diese Sachen, die ich am Testen bin und alles. Das freut mich auch sehr, deswegen mache ich das auch weiter. Weil man kann immer so vieles testen. Es kommen immer wieder neue Sachen. Dies, das, bla bla bla. Ich bin wieder seit 2 Minuten nur am Labern. Ich komme jetzt zum Punkt. Auf jeden Fall teste ich heute den Bratan. Hier, Capital Bra. Das ist hier Bali Edition. Ne? So, man sieht's. Ja, ist mit Vanillegeschmack. Eistee mit Vanillegeschmack. Höre ich zum ersten Mal, trinke ich zum ersten Mal. Ich kann mir da jetzt gar nichts vorstellen. Boah, Leute, es ist gerade hier so warm, ne? Und es ist am Regnen, deswegen nicht wundern, wenn ich die ganze Zeit so mache. Ja, auf jeden Fall, ich bin mal gespannt. Also vom Design her sieht auf jeden Fall fresh aus. Hier, ne? Man sieht das. Sehr, sehr nice. Die anderen, die unter euch das schon probiert haben, schreiben eure Meinung dazu, wie das Ganze schmeckt. Ich bin extra zur Tankstelle gefahren. Es ist noch kalt, damit ich das direkt mit euch probiere. Ich habe es noch nicht probiert. Unter anderem habe ich auch die anderen Sorten gar nicht von dem probiert. Wassermelone, was weiß ich, Pfirsich, von dem habe ich auch noch alles gar nicht probiert. Genau, ich bin mal jetzt gespannt, wie das Ganze schmeckt. Ich habe jetzt zwar nicht geschüttelt, aber... Also vom Geruch her riecht das eigentlich sehr gut. Boah, das riecht gut. Also vom Geruch her schon mal sehr, sehr geil. Aber jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Jetzt bin ich mal gespannt. Boah, ich muss sagen, wer mich kennt, weiß, was ich jetzt sage. Baba. Ehrlich, Baba. Boah, es schmeckt geil. Es schmeckt geil. Ich habe auf YouTube eine Umfrage gemacht an die ganzen Leute. Ich habe gefragt, wer hat das schon mal von euch probiert und wie schmeckt das? Und die Resonanz war gleich. 50% meinten ekelhaft, 50% meinten geil. So, und deswegen hat mich das so krass neugierig gemacht und es schmeckt ehrlich geil. Also probiert das mal selber. Ich bin ja sowieso immer der Typ, der hier, der für euch probiert und ihr probiert das am Anschluss. So viele schreiben mir auch immer direkt nach meinen Videos, die bekommen Hunger, die probieren das selber. Das freut mich auch natürlich, das will ich auch erreichen, dass ihr durch meine Videos auch die Sachen mal selber probiert und ich euch da mal so einen Einblick mache quasi. Und ich muss sagen, es ist auch wieder Geschmackssache, Freunde, ihr wisst selber, ich sage das immer wieder in meinen Videos, es ist immer alles Geschmackssache. So, mein Geschmack ist das auf jeden Fall, ja, es schmeckt auf jeden Fall sehr gut, mal was ganz anderes, nicht immer Zitrone, Pfirsich, was man heutzutage überall kriegt von jedem Hersteller. Also das ist auf jeden Fall was Einzigartiges, Freunde, geht das mal selber probieren und das hat auch voll den komischen Geschmack. Also es ist nicht Vanille, was man kennt jetzt, ne? So, was weiß ich, Eis, was sie da ist, so dieses typische Vanille. Es hat einen ganz anderen Geschmack. Also es schmeckt ganz anders. Deswegen sage ich ja, es ist gerade was ganz Einzigartiges. Geht das mal probieren. Und es ist auf jeden Fall ein geiles Geschmack, ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, diesen Geschmack. Auf jeden Fall ist das auf,
Ja, auf jeden Fall ist das auf jeden Fall, ey. Das ist auf jeden Fall, leck mich doch in der Tasche. Das schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Geht das einfach probieren, meine Freunde. Und mehr muss ich nicht sagen. Macht euer eigenes Bild. Und ja, Bruder, vertrau mir und geh das mal probieren. Es schmeckt. Es schmeckt gut. Okay. So, wie gesagt, beim Essen kann man sowas nicht trinken, ne? Also ich bin nicht so der Fan so von sowas. Aber zum Chillen, zum Beispiel wie jetzt, ich bin gerade wieder unterwegs und drehe hier für euch das Video gerade, kann man sich auf jeden Fall geben. Ich habe jetzt gleich ein bisschen einen Weg. Da werde ich mir das auf jeden Fall geben. Es schmeckt super. Von mir kriegt das auf jeden Fall 9,5 Punkte. Fast 10 Punkte, weil das ist auf jeden Fall was Einzigartiges. Und man kennt es halt nicht. Deswegen 9,5 Punkte für das Ganze hier. Schmeckt auf jeden Fall richtig geil. Und ganz wichtig, es soll kalt sein. Ne? Trinkt das am besten kalt. Ich habe das jetzt auch hier gerade kalt gekauft von der Tankstelle. Genau, zum Preis. Kommen wir mal zum Preis. Ich habe dafür ausgegeben 2,59 €, also 2,60 € habe ich dafür ausgegeben an der Tankstelle. Ne? An der Tankstelle ist immer teurer, bei Rewe und so weiß ich nicht. Ich habe bei Rewe und so geguckt, ich habe es nicht gefunden. Und genau, da weiß ich, wie viel das kostet. Aber an der Tankstelle kostet es auf jeden Fall 2,60 €, damit ihr Bescheid wisst. Gut, 2,60 € für den einen oder anderen ist das viel. Ist okay, wenn du jetzt jeden Tag von da kaufst, ist natürlich viel, aber so einmal so an der Tankstelle ist gut. Ansonsten würde ich das von Rewe oder sowas kaufen. Genau, probiert das mal. 9,5 Punkte gebe ich das Ganze. Super, sehr geiler Geschmack. Und ja, sehr geil. Geht's probieren für die ganzen Leute, die Vanille feiern und lieben. Ist was genau für euch. Freunde, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ich demnächst wieder testen soll. Ihr wisst, ich teste alles. Unter anderem möchte ich gerne von Jumbrock seinen Suchttee da mal probieren. Der hat ja auch da einen Eistee noch rausgebracht. Das Problem ist, ich finde das nicht. Ich bin seit 2 Wochen am Suchen. Ich finde dieses Getränk einfach nicht. Ich bin die ganze Zeit am Suchen, immer am Nachfragen bei so einem Kiosk hier bei mir um die Ecke. Der Typ hat schon auch Kopfschmerzen vor mir, weil ich jeden Tag da reinkomme und sage, ey, wo ist dieses Suchttee? Besorgt mir das, ich will das testen. Ja, Freunde, auf jeden Fall schreibt mal in die Kommentare, was ich testen soll. Wenn ihr da irgendwelche Sachen habt, auch mit Geschäften, Freunde. Nicht nur sowas hier oder Essen, was auch immer. Auch wenn ihr Läden habt, Döner, was weiß ich, alles ist egal. Egal. Wenn ihr sagt, ey, geh mal da testen, Barish TV soll das testen. Döner, Sushi, Mushi, ich bin zwar kein Sushi-Esser, aber ich sag ja nur Beispiel so. Schreibt mir alles in die Kommentare und dann würde ich sagen, ich fahre dahin oder ich guck das mir da an, wie das Ganze ist. Und dann versuche ich auch, die Sachen da zu testen, die ihr mir da vorschlägt. Genau, und ansonsten habe ich nichts zu sagen, Freunde. Das war wieder ein kurz, schnelles Video für euch. Ja, danke an jeden, der mich supportet nochmal. Abonniert doch gerne meinen YouTube-Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Wenn du auch nicht abonnierst, ist kein Problem, Bruder. Alles gut, guck trotzdem meine Videos. Sowieso 90% der Leute, die meine Videos gucken, haben mich nicht mal abonniert. Was soll ich sagen, Leute? Ich bin aber auch selber so einer, ich abonniere auch keine Kanäle. Also, ich gucke auch mehr Videos von Leuten, aber ich abonniere nicht. Deswegen kenne ich das. Aber ihr macht das für mich, Freunde. So, ihr unterstützt mich auf dem Weg. Und ihr wisst selber, ohne Unterstützung, auch bei Rappern und sowas, kann man nichts erreichen. Deswegen wäre ich dankbar, wenn die Leute mich da supporten. Und deswegen bin ich euch auch sehr dankbar und ich schätze das. Vor allem die Leute, die jetzt mit mir sind, bevor ich irgendwann mal groß rauskomme. Genau, das war's. Ich rede wieder viel zu viel, Freunde. Ich wünsche euch allen nur das Beste. Bleibt gesund. Und wir sehen uns direkt wieder beim nächsten Video, Freunde. Euer Barish TV hier. Peace out.